Auf die Loipe, fertig, los. Skilanglauf bei Jugend trainiert für Olympia und da wird's richtig tricky. Denn beim Technikparcours werden die Skills der Kids auf Herz und Nieren geprüft. Immer wieder kleine und große Challenges, gepaart mit den klassischen Elementen. So ein Technikparcours ist sehr, sehr attraktiv, um den Langlaufsport weiterzubringen. Das muss man ganz klar sehen. Also die klassischen Langläufe, man startet, verschwindet eine halbe Stunde im Wald, kommt wieder raus. Ich denke, das sind Sachen von gestern. Und diese Wettkampfform hier, Parcours, ist sehr attraktiv. Das macht den Sportlern Spaß. Also ödes Langlaufen war gestern, Action ist heute. Das macht Laune, obwohl es einige Abschnitte schon ganz schön in sich haben. Es gibt eine Schanze, die ist eisig, aber du kommst gut rum. Ja, auch die Tretorgel, wo man sehr, wie unser Trainer immer sagt, in die Knie gehen muss, damit man da durchkommt. Slalom, ohne Stärke laufen. Rückwärtstor. Rückwärtstor, genau. Also wenn nur einen Achter gibt und alles. Doch nur just for fun kannst du knicken. Diese Disziplin wichtig in der Ausbildung im Deutschen Skiverband. Der ist sehr, sehr wichtig, weil man hier frühzeitig nicht den Wettkampfcharakter von A nach B zu laufen auf Strecke, sondern wirklich alle Techniken im Wettkampf abfordert. Dieses Format macht nicht nur Schule, sondern auch Jugend-Olympia. Ja, im vergangenen Jahr in Lillehammer kämpfen die Athleten in einem ähnlichen Parcours um die Medaillen. Davon sind einige von ihnen nicht mehr so weit entfernt, legen hier klasse Performances hin, besonders natürlich die üblichen Verdächtigen. Sachsen, Thüringen, dann haben wir Bayern, Baden-Württemberg, Hessen. Die tauchen natürlich auch im Deutschen Schülercup auf und haben natürlich da auch schon ordentliche Trainingsbedingungen. Die haben natürlich nicht alle. Im Norden sucht man oft vergebens nach Schnee und Loipen. Die Unterschiede sind da schon zu erkennen. Während die einen Kolibri-like rückwärts durch die Hindernisse gleiten, fällt es anderen schon deutlich schwerer. Dennoch Kopf hoch. Sind sehr gute dabei, für die ist es nicht so herausfordernd, für andere ist eine große Herausforderung, aber wichtig ist, sie haben alle Spaß und sie kämpfen, wie man jetzt gerade im Wettkampf sieht, jeder gibt sein Bestes. Ja, dadurch hat man schon mal noch einen Ansporn, dass man auch an den dran bleibt und man weiß, dass sie besser sind, aber man kann trotzdem dann nochmal versuchen, dran zu bleiben und auf jeden Fall alles geben. Also anfeuern, was das Zeug hält, die Berliner Mädels richtig on fire, der ein oder andere Sturz kann aber nicht verhindert werden. Ist das für die Schneeländer etwa ein Problem? Ich finde es erstmal gut, dass auch welche aus Berlin, wo vielleicht nicht so oft wie in Thüringen Schnee liegt, dass sie hier sind und trotzdem sich für das Skifahren begeistern. Und wenn jetzt mal einer auf der Strecke liegt, da wird halt vorbeigefahren oder unser Trainer sagt immer, der wird festgetreten und da geht's weiter. Darum geht's ja. Spaß am Sport, Freude am Schnee und die große Skifamilie. In der Leistung getrennt, bei Jugend trainiert für Olympia vereint.